war gemeinsam seit 12 Jahren. Und die Evita wird jetzt ein paar Worte sagen. Sie ist ja mit dem Formel fortgefahren, mit den 2000er von mir. Wir haben die Autos getauscht und sie hat jetzt den Formel Renault. Und jetzt wird die Evita zu dem Auto was sagen. Mein Name ist Evita Stadler. Ich bin seit 12 Jahren im Motorsport. Kennengelernt habe ich es durch den Franz Altmann und ich liebe die Formelautos, das ist für mich ein richtiges Rennauto. Formelauto ist das richtige Renngefühl. Ich habe die Freiheit, ich bin nah an der Strecke und das ist mein Formelauto. Ein Formel Renault, Baujahr 1988, mit Schaltgetriebe, ist sehr gutmütig zum Fahren und hat ungefähr 150 PS. Ich fahre jetzt die erste Saison damit und habe ein paar Anfangsschwierigkeiten, aber gewöhne mich schnell ans Auto und fühle mich sehr wohl. Das ist ein Formel Ford 2000 in Renault, bei 88, ein 2 Liter mit ca. 135 PS. Ich fahre mit dem Auto heute das erste Mal, das ist das Ex-Auto von der Evita. Ist an sich ein sehr gutes Auto, gutmütig, leicht zu fahren und relativ sparsam oder günstig gegenüber Formel 3, weil die kosten ja das Vielfache mehr. Ich betreibe den Motorsport seit meiner Jugend, seit meinem 14. Lebensjahr mit Go-Kart. Ich liebe den Motorsport. Wie gesagt, man kann als Privatperson wirklich schauen, dass man mit solchen Autos fährt, was kostengünstig sind. Wie man die Autos anschaut, die kann man sich noch leisten. Man kann selber mal sehr viel arbeiten, ohne Elektronik. Wie gesagt, und vom Preis her ist es das günstigste. Mein großes Vorbild war der Joe Gardner, der was mit einem schlechten Auto wirklich super gefahren ist, wenn man rechnet, der Osella war eins von den schlechtesten Autos. Und der Gerhard Berger hat doch relativ viel Budget gehabt gegen Joe Gardner und auch bewiesen, bei den 12 Stunden Sebring, was er gewonnen hat. Wie gesagt, das war mein großes Vorbild. Auch für mich, ich bin dankbar, ich hätte ohne Evita nicht fahren können. Die hilft mir seit 12 Jahren. Ich bei ihr, sie bei mir. Und ohne ihr wäre es nicht gegangen. Und in Wirklichkeit ist das für sie ihr Leben inzwischen. Ich habe mir sich vorstellen können, immer gedacht, okay, sie fährt am Anfang mit, hilft mir ein paar Mal. Aber inzwischen hat sich so ergeben, dass sie wirklich sagt, nein, ich liebe das und ich sehe es wirklich mit welcher Ehrgeiz. Sie arbeitet auf die Auto, riecht die Auto her. Sie tankt, ich komme oft auf die Rennstrecke, sind die Auto fertig getankt, sind die Autos, ist Luft geprüft, ist es alles angezogen. Also wirklich, muss man sagen, Hut ab und ich freue mich, dass ich so einen Nachfolger habe in Hoppe Motorsport, wie die Winter ist.